Okay, Leute, sind wir wieder bei Secret of Mana. Wir sind schon bei Kanonis Reisebüro. Ist einfach von der Trüffelstadt aus südlich dann. Sandala müssen wir. Im Via Seitenwald. Genau, in 4 Jahreszeiten. Wenn man da rauskommt, dann einfach nach Süden und dann ist das da. Und da fliegen wir jetzt in die Wüste. Wir hätten auch zur Weihnachtsinsel gekonnt, aber da brauchen wir noch gar nichts, oder? Da können wir noch gar nichts machen, wenn ich mich nicht Nö. irre. Ja, wir gehen einfach dahin, wo uns gesagt wird, dass wir dahin Ja, wollen. richtig, wir sind ja keine Rebellen oder so. Wir wollen ja einfach nur wieder nach Hause irgendwann. Da ist unsere schöne Wüste. Mit welcher Begründung hat das nochmal gesagt? Ach ja, zum Feuertempel, ne? Richtig. Bäh. Okay. Hier sind wir, alles schön, alles cool. Hm. Puh, ey, ich bin voller Sand, Igitt. Wirklich toll hier. Keine Panik, Mädels, wir suchen gleich die nächste Stadt. Ja, wir suchen die nächste Stadt. Wenn ich mich recht entsinne, sollen wir erstmal dran vorbeirennen, oder? Lassen wir das erstmal. Echt? Ja, die Gegner kennen wir ja schon, Skorpione und... Nee, Skorpione kennen wir noch nicht. Ja, immer gleich wie Raupen. Ich habe jetzt keine Lust zu, ich habe gerade irgendwie nicht die Lust, mich mit denen rumzuschlagen. Ich warte auf diese Enten, weißt du? Ja, richtig. Ich warte auf Gülle-Enten. Ne, das waren nochmal andere. Nee. Die mit dem Das Helm. Gülle-Küken schon kaputt, ey. Oh nein, ey. Kürbisse! Wo müssen wir nochmal hin? Keine Ahnung. Immer nach Norden, einfach immer nach Norden. Ja. Das kann doch richtig sein. Das kann doch richtig sein. Moritz, ey, der Oh, hätte wir ich auch mal... verirren uns! Warum hat Moritz auf einmal eine andere Waffe? Der Hä? hatte doch vorher, weißt du noch, der hatte doch so ein Dorn-Ding. Ja, aber echt mal! Das ist doch von mir so ein Bumerang. Ja, kann nicht sein, wir müssen glaube ich woanders her. Wir... Oh! Oh. Da haben die sich fast getötet. Dumm, ey. Oh, jetzt komm, ein bisschen Action brauchen wir hier schon. Töten wir den mal. Wir wollen ja auch mal zeigen, dass wir was drauf haben. Na klar. Für die Leute, die jetzt das zuschalten lassen und sie das nicht sehen. Nicht, dass sie denken, wir laufen hier die ganze Zeit nur rum. Komm, jetzt gehen wir einfach mal die ganze Zeit nach links. Links. Ja, Höllenstachel. wir suchen Dings. Den Stadt. Trigger. Trigger halt. Was ist ein Trigger? Ja, wir müssen ja irgendwas triggern. Ein Chrome-Trigger. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ey. Ah so, jetzt. Jetzt ein Schluck eiskaltes Wasser. Hör auf damit! Halt, stopp! Seht, da drüben! Beeilt euch! Einfach geboxt. Bombenkürbis! Oh! Ameisenlöwe! Ja, Kokosnussaffe. Oh, was haben wir denn? Oh, ein Landschiff kommt! Wir gehen einfach mal da drauf. Hallo Freunde. Ihr habt uns gerettet! Was macht ihr in der Wüste? Nur imperiale Spione können so dumm sein. Hey, was soll das? Spione? Quatsch! Ich kann nichts machen, Alter, jetzt. Ich auch nicht. Was ist denn hier los? Das sind Spione, Sir! Nur mal langsam, vielleicht haben die einfach nur Verlauf. Ja. Wir wären fast verdurstet. So, dann will ich mal sehen, ob ihr euch irgendwie hier helfen kann. Das ist ja nett. Der Junge in den Maschinenraum, die Kleine in die Küche und sie zu mir. Oh. Ihr habt gehört, los. Naja, so läuft das ab, ey. Ja. So böse. Oh, da kann ich mich jetzt erstmal zurücklehnen. An die Arbeit. Ja, du kannst dich erstmal zurücklehnen. Erstmal bin ich jetzt wieder ein bisschen alleine, ey. Wir reden mal mit den Leuten hier. Du bist neu hier, oder? Kampf, Kopf hoch. Ich heiße Felix und bin der Schrecken der Meere. Na gut, ich war's. Aber wenn man sich erst einmal dran gewöhnt hat, ich bin gerne Sklave auf diesem Schiff. Schau mal, ich habe hier nicht schön putzen. Ja, du bist echt ein Hoffnungsloser. Auch voll geil, er ist der Schrecken der Meere. Was macht er in der Wüste? Ja, Wüstenmeer. Ostro ist zwar der Käpt'n dieses Schiffes, aber Luxor hat ihn, hat hier das Sagen. Luxor würde seinen Onkel am liebsten an den Sand werfen und davonfahren. Ah. Jeder, der in der Wüste gefunden wird, muss hier als Sklave arbeiten. Ja, super. Dieses geheime Sandschiff der Republik. War die Republik die Guten hier? Eigentlich schon, ne? An die Arbeit. Kann sein, ja, Imperium ist immer böse. Das ist aber die halten trotzdem Sklaven. Ja. Das ist gang und gäbe auf dieser Welt. Ja. Sie sagen immer, sie sind die Guten, aber am Ende sind sie eigentlich auch die Bösen, ne? Ja. Kommt immer noch an die Sichtweise an, ne? Du musst auch mal mit diesem Stecken der Meter. Ja, ich will auch gerne aus diesem Menü da rauskommen, aber er handelt irgendwie so ein bisschen langsam, so. Jetzt geht's auch mal weiter. Komm her, Felix. Echt, du möchtest mit deinen Freunden abhauen? Okay, ich helfe dir. Geh zu dem Wächter. Danke. Das ist ja ein loyaler Sklave, echt. Er sagt, er arbeitet gerne da und versteht trotzdem. Geh zu deinem Platz. Feuer, Feuer, Wächter, Wächter!
voll dumm eigentlich, dass sie sich so natzen lassen. Nö, dann laufen die nicht mal dahin, ey. Guck mal, er schiebt den einen sogar noch weg. Einfach gehen, so tschüss. Gab's du noch einen Orb mehr, ne? Da oben konnte man speichern. Echt? Ja. Orb gab's, glaube ich, nicht. Mehr. Du hast eine Komplettlösung hier. Hä? Du hast hier die Spiele, Bevater. Die benutze ich doch gar nicht. Die Tür habe ich damals nie entdeckt. Ja, stimmt, ist auch ziemlich getan, sag ich ja, mal. Ich will eben einmal. Müssen wir jetzt hier erst rein? Den weiß ich gar nicht. Da kommst du doch her, oder? Ja, stimmt. Oder ne, da kam ich her. Ne, da oder? Kamst du her, stimmt. Na, dann gehe ich erstmal da rein, bevor ich da in die Tür reingehe. Spielberater, den hole ich gleich, ey. Geil. Energiesog. Alles auf. Warum denn Mampf? Ich muss etwas essen oder soll ich verhungern? Ja, so wie Moritz ist, ey. Wir haben ganz vorher. Ja, stimmt, Moritz, ey. Immer Chips-Typen am Start. Ja. Ich blöd, ich kann jetzt nicht rübsen. Würde ich auch nicht tun. Nee. So, Moritz, haben wir schon mal. Kein Ding, also. Du kannst jetzt auch mal wieder steuern. Ja, ich weiß. Ja, wollte ich nur mal anmerken. So, jetzt gehen wir in diese geheime Tür, die ich nie entdeckt habe am Anfang. Geheime Tür. Die ist echt versteckt, der Shit. Warte, wir gehen einmal hoch und speichern. Ach, bei dem Typen meinst du? Spielstand speichern. So einfach so ohne Grund steht einfach so ein Typ. Ey, was macht die hier? Okay, ich speichere. Nein, einfach Spielstand speichern. Kennt ihr den? Ostfriesen zu. Kennt ihr den gerade auch? Oh, ey. Nein, bitte nicht. Die deutsche Übersetzung war immer gut, ey. Wirklich. Und die Pointe? Pinges. Küss mich, Pöppi. Ich muss mich gleich mal geben, du Ekel. Bitte, bitte, bitte. Wirk. Dann kommt der Oberboss. Luxo, was tust du da? Ich, wir üben Mund-zu-Mund-Baden. Er lügt. Nichts als Ärger. Geh zur Seite, Mädchen. Mit Vergnügen. Endlich. Gut, dass ihr da seid. Du kommst immer im unglücklichsten Moment, Onkel. Ich, ey, bleib hier. Auf einmal sind die Wächter da. Hat der einen Schnurrbart, der Onkel? Ja. Was zum? Das Imperium! Auch das noch? Oh je, wir müssen uns ergeben. Ergeben? Nie und nimmer. Lieber sterbe ich im Kampf. Wir sind alle erledigt. Ja, die haben ganz schöne gute Moral, die Leute, der Republik. Ja. Was ist denn jetzt? Na, der schwule Imperator ist das. Ne, das ist nicht der Imperator. Das war einfach einer seiner... Das ist Markus. Wen haben wir denn da? Markus. Der Mana-Ritter, seine Freundinnen. Hat er doch nicht schon vor euch gewarnt. Hä? Okay, Leute. Okay, Leute. Leute. der ist ein bisschen, der ist super agil. Ich will einfach mal gucken, was, ich will wissen, was er aushält. Wirst du eh nicht sehen jetzt. Doch, wenn ich ganz nah rangehe. 125. Ich will mal was anderes. Oh, 80 geboxt, geil. Aber jetzt ist er echt oberbrutal schnell, ey. Der ist jetzt ausweich geskillt. Wir können den jetzt nur noch mit Elektrozaubern töten. Ich bin so Schlammbombe. Ja, probier mal, wird nicht. Ich benutze Frostdings. Das hilft nichts. Hör auf, Mann, der ist noch auf Stufe 1. Geil. Depp, ey. Jetzt hör auf, die Kontrolle von der zu übernehmen. Boah, 42. Ey, Mann, ey. Oh, ja, Blitz und Dings machen nicht so viel Unterschiede. Ja, der kann sowieso nur nach links und rechts rasen. Er kann keine Zauber, wenn ich mich nicht irre. Doch, er kann Turbo anziehen. Ja, aber das, dann macht er einfach das und dann ist er mega schnell. Ey, ich benutze Zauber. Willenregen. Ja, benutze einfach mal, wir gucken uns das mal an. Ey. Whee! Oh! Ja, aber der macht keinen Schaden, der Markus da. Voll lame! Das ist doch der Markus, der sitzt doch da jetzt einfach nur in so einem Anzug. Ja, das ist Markus. Warum ist er so riesig? Kennst du doch. Ja. Die einfach nur hochfährt, der will einfach nur mich, guck mal, der wollte einfach nur mich, ey, das war völlig egal. Oh, wie du da rumliegst. Ich kann nicht aufstehen. Och, Mann. Stopp in dir, Markus. Noch, ey.
Wir müssen den mit Zaubern besiegen, Walnuss. Den muss man am Arsch mit Zaubern besiegen. Mach mal Analyse. Was meinst du, Analyse? Analyse, ich will wissen, wie viel Leben der noch hat, der Spasti. Hey, tu doch einmal, was ich sage. Mach ich doch. Hey, mach ich doch immer, die ganze Zeit. Ich bin ja der Einzige, der Konsequenzen eingeht. Ja, ich auch. Komm, vermisse, meine ich. Ja, mach ich doch auch, ey. Guck, wir boxen den auch jetzt so. Boah, ich glaub's nicht, ey. Wir haben ihn mit normalen Schlägen besiegt. Ja, sicher, aber dann vorher noch über Analyse zaubern. Ja, ich will ja gerne wissen, was der kann, ey. Er hat gar nichts gemacht. Wir haben die Analyse gar nicht gesehen. Ja, ist doch egal, er ist tot. Ja. Yeah, yeah, er freut er von allen. Wieso hat sie wieder diesen normalen Bummelwagen? Ich kapier's nicht. Ich auch nicht. Oh, Peitschenorb, ich will Speerorbs hier. Ich hab nur das Schwert bei Berti aufgebessert. Ja, ja. Was für ein Chaos, alle sind fortgerannt. Was, ihr kennt Victor und seinen Freund von ihm, sind voll von ihm, wenn ich das gewusst hätte. Bitte verzeiht mir meinen Neffen Luxor. Freunde von Victor, wie keiner Welt, wie klein die Welt ist. Was sagst du so? Hallo Mädchen, ey. Vielleicht klappt es ja das nächste Mal mit uns. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach nur gehen, oder? Ja, ich glaube schon. Schön, dass du nochmal mit uns reden möchtest. Ja, ich dachte, vielleicht sagt er jetzt hier noch was. Geht einfach weg. Endlich hat Captain Ostro wieder das Sagen. Ja, alle freuen sich. Oh, mega Wolken, einfach überall ganz viel. Oh, wo soll ich jetzt putzen? Also, Mann, ey. Wie wär's denn immer wieder ein normaler Pirat, wie es du Dreck sagst? Geh putzen. Geh putzen, ey. Wir müssen alle putzen, ey. Wir haben einen Plan. Wir müssen mit irgendwem reden, wir kommen nicht mehr raus aus dem Scheiß. Ich glaube, wir müssen mit jedem reden. Ja, aus dem Restentrupp. Ja auch? Nein. Im Norden ist die Wüstenstadt Oasis, westlich davon der Feuerpalast. Ah, siehst du? Erstmal nach Norden. Ah, ja, ich bin nur Norden. Gut, Moses. Endlich, ey. So, jetzt kaufen wir mal einen und dann machen wir, glaube ich, wieder Schnitt, oder? Machen wir erstmal ey, ich will noch zu Berti. Ja, erstmal einkaufen. Neue Sachen, ey. Ach, stimmt. Oh, was ist denn jetzt bisher, was teurer ist, oder? Was teurer ist. Also dreimal Waschbären mit. Ja. Geld haben wir ja. Zwei. Goldweste oder die... Ey, andere. Ist schon geil, dass die Titanrüstung heißt, weißt ja, du? Ja, ich weiß. Gold ist voll weich. Ey, Gold bringt gar nichts, aber sieht geil aus. Ey. Ich verkaufe mich schon nicht. Das Armband haben wir schon, das weiß ich. Silberkette haben wir doch, glaube ich, oder? Weiß ich? Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee. Eins. Nein. Drei. Hier, Walnuss, nein, Lebenswasser. Ah ja, da haben wir ja eins verballert wegen dir, so. Noch eins. Ah, zwei. Ja, ja. Ja, aber... Erstmal gesehen, ey, jetzt müssen wir mal gucken, ey. Können wir eigentlich offscreen machen, ne? Nö. Boah, 23. Boah. Boah, was wir da hier für ein Wolle Petri-Armband haben, ey. Wolle, geil. Ja. Aber können wir gleich noch verkaufen, ey. Können wir jetzt mal wieder ein bisschen Gewinn machen. Ja. Das machen wir aber dann offscreen. Oh, endlich halten die mal alle ein bisschen mehr aus hier, ey. Naja, der Markus hat nicht gerade viel abgezogen. Ne, der konnte auch nichts. Wenn er auch nur nach links und rechts rast, ey, klar, so du noch eben und dann. Ey, wie im wahren Leben. Links nach rechts, ey, ja, ja. Ab und zu sagt er noch, okay, Leute. Okay, Leute. So, endlich unsere so Schlabbernzüge raus, ey. Ja. Gut, dann machen wir Schnitt und dann geht's irgendwann weiter. Also beim nächsten Video.